Komm mal Kfz-Fuzis, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um die Bremsen entlüften und hydraulische Kupplung entlüften. Ich zeige euch drei Varianten jeweils, ohne Maschine natürlich, mit dem Fuß, wie ihr die Bremsen entlüftet und die Kupplung entlüftet. Und dann zeige ich euch mein Favorit. Wir haben ein Gerät, wir könnten das mit Gerät ganz schnell machen, aber ihr wolltet das sehen. Ich habe nur den Gerät einmal ganz kurz angeschlossen, um den Eimer-System voll zu machen und zu sehen, dass irgendwo nichts undicht ist. Ne? Das habe ich gemacht und deswegen werden wir jetzt alle zusammen das einmal entlüften und ich hoffe, den einen oder anderen hilft das Video. Dankeschön. Was wir alles brauchen, verschiedene Schlüssel, ein paar Kabelbinder, ein Schlauch, am besten durchsichtig, ein Behälter und natürlich Bremsflüssigkeit. In diesem Behälter machen wir auf jeden Fall ein Loch rein. Ne? So, dass du einfach, aber braucht ihr unbedingt nicht, aber ich mache es in dem Fall. Ich mache da ein Loch rein und dann geht's weiter. Jetzt machen wir hier einmal ein Loch rein. So, dass das Ding hier einfach reinpasst. Okay, muss ich ein bisschen vergrößern. Aha. Sollte. So, einfach so rein und jetzt, das war's, haben wir unser Behälter schon mal gebaut. So, jetzt gibt es ein kleines Trick, was wir jetzt machen auf jeden Fall. Hier machen wir auf jeden Fall Bremsflüssigkeit rein. Und wenn ihr dann gleich sagt, warum, erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall vorsichtig, so ungefähr ein bisschen voll machen, das reicht schon. Nicht viel voll machen. Ungefähr so viel und dann das einfach mal so reinstecken. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn hier Bremsflüssigkeit reinkommt, dass er einfach keine Luft mehr zieht, dass wir komplette Leitung mit Bremsflüssigkeit voll haben. Das Ding ganz runterstellen auf jeden Fall und beim Pumpen wird ihr dann merken, dass er dann immer wieder zurückkommt und das wollen wir nicht, also mit Luft immer gefüllt wird. Deswegen immer Bremsflüssigkeit ein bisschen reinklatschen. So, wir nehmen jetzt den längsten Weg zum Hauptbremszylinder, heißt da, wo ihr Bremsjet reinfüllt. Wir nehmen den längsten Weg. Bei uns der Fall ist es jetzt so, hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links. Das ist der längste Weg zum Hauptbremszylinder. Bei manchen Autos aber, wie zum Beispiel Franzosen haben das sehr oft, da ist es anders. Das heißt dann hinten rechts, vorne links, hinten links, vorne rechts. Fragt, wenn ihr nicht sicher seid, wie die Reihenfolge bei eurem Auto ist. Fragt bei einer Werkstatt nach oder Vertragshändler anrufen, fragen, ich will entlüften, welche Reihenfolge hat mein Auto. Sehr wichtig, sonst habt ihr Luft im System. Wir brauchen jetzt den zweiten dafür. Der zweite setzt sich im Auto rein und pumpt die Bremse und der eine geht zum Bremssattel und macht auf und zu und entlüftet das Ganze. Ich zeige euch jetzt wie. So, Reifen nehmt ihr, damit ihr die Flasche einmal drauf machen könnt. Dann nehmen wir den Schlauch an der Entlüftungsschraube draufziehen, dann mit einem Kabelbinder ziehen wir das Ganze fest, so dass wir keine Luft mehr hier haben und dann natürlich den Schlüssel sollte man erstmal vorher drauf machen, das ist klar. So, jetzt geht der eine rein und pumpt ganze Zeit die Bremse. So, jetzt kommen wir zu der ersten Variante mit Pumpen. Der pumpt, pumpt, pumpt und dann festhalten, hält er fest und dann machen wir einmal auf. Zack. Und dann machen wir wieder zu, pumpen, festhalten und so geht das ganze Zeit. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante wäre, wir machen komplett auf und jetzt pumpt er nur. Der drückt ganz durch und jetzt kommt die dritte Variante und das ist mein Favorit. Er drückt nur bis zur Hälfte, also machen wir wieder auf. Und drückt nur bis zur Hälfte. Ja. Das ist meine Lieblingsvariante, die ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich kein Gerät habe. So, Bremsen haben wir jetzt komplett entlüftet. Super, Druck ist super. Bei der hydraulischen Kupplung ist genau das Gleiche. Ne? Pumpen, aufmachen, festdrücken, geht rein. Zumachen, wundert euch nicht, bleibt mal hängen unten. Mit der Hand zurückziehen, wieder pumpen, wieder aufmachen. Das könnt ihr dann auch so machen, die drei Varianten. Könnt ihr einfach mal gucken, welche für euch das Beste ist.
macht es einfach. Und wenn ihr gar nicht klarkommt, geht in die Werkstatt. Ne? Und immer wieder gucken, dass genug Bremsflüssigkeit drin ist. Das ist wichtig. Wenn der einmal leer ist, zieht der Luft und dann könnt ihr das ganze System nochmal neu entlüften. Das ist sehr, sehr wichtig. Immer bei jedem Entlüften immer gucken, gegebenenfalls nachschütten. Das ist wichtig. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit dem Video helfen. Bis dann. Gerade dabei, Bremsenentlüftung zu machen, also das Video. Und dann ist hier Abonnent hier, Nico, hat mich einfach besucht. Finde ich cool, kann er auf jeden Fall. Hat mich angeschrieben bei Instagram, ob er mich besuchen darf. Ich gesagt, klar, wir haben nichts zu verbergen. Ihr könnt alle immer gerne vorbeikommen. Einfach nur vorher anschreiben, bitte. So, Nico, erzähl mal, warum bist du gekommen? Ja, ich finde dein Projekt sehr interessant. Ja, also ich bin selber Kfz-Ler, ja, aber noch in Ausbildung. Also so viel Ahnung habe ich noch nicht. Aber was ich hier sehe, ist auf jeden Fall, ja, männlich, sag ich mal. Ich hab sehr viel gesehen, was echt sehr teuer ist und das ist echt ein Projekt, wo man mit Herz rangehen muss, meiner Meinung nach. Und das ist alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ist schon ein Traum, weil ja, manche Leute sagen, ja komm, ich hole mir einen Porsche, ne? Mach ein bisschen Leistung rein, obwohl da kann man nicht so viel, ich sag lieber nichts. Aber ich finde sowas halt viel besser einfach, weil, ja. Ja, sowas ist ja, wenn du das selber machst, dann ist es, also für mich ist das so wie ein Kind, der einfach nur wächst, weißt du? Ja, so ja ist das genau. Für mich, ja, das ist einfach eine Liebe. Ja, stimmt. Und deswegen, er hat mich auch gefragt gehabt, ob ich Viertelmeile damit fahre. Am Anfang war es ja dafür geplant und dann später, wo ich dann halt immer selber gemacht habe, habe dann gesagt, nee, ich glaube nicht, mal schauen. Ich glaube eher weniger. So, du fährst selber ein 1.8T, hast du gesagt? Ja, genau. Und nach 4 aber, ein B5. Ja. Weil, ja, mein Vater hatte auch ein B5, der hatte ja auch um die knappe 300 PS. Ja, und dann wie der Vater so der Sohn, ne? Dann kommt das halt, habe ich jetzt auch seit 2 Wochen ungefähr, muss ja jetzt auch ein bisschen umbauen, da ist ein bisschen sehr viel dran zu machen, weil der Motor nicht so läuft, wie ich das will. Okay. Ne? Und deswegen. Und ja. Stellst du dir so einen Umbau vor oder würdest du jetzt so einen Umbau machen, vielleicht auch K04? Also für, ja. Stellst ja, du einfach ja, einen Umbau ja, vor? Ja, okay. Ja. Also sparen muss ich da auf jeden Fall, weil das, okay. Die leeren Jahre sind keine herren Jahre, muss ich mir jeden Tag 1000 Mal anhören. Aber ja, da hat man auch nicht so viel Geld, man muss ein bisschen sparen. Aber ich denke, so viel Geld und so viel Schweiß und wie viel man da reinsteckt, das, was am Ende rauskommt, ist halt das Entscheidende. Ja, das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Schön, freut mich auf jeden Fall. Also, kannst du mich am Laufenden halten? Ja, ne? Klar. Moin. Und wenn du mal Tipps brauchst, komm vorbei. Ja, auf jeden Fall. Oder ruf mich an oder schreib mich an. Ja. Dann kann ich echt den einen oder anderen guten Tipp geben. Auf jeden Fall. Und dann, jo. Auf jeden Fall geile Aktion, dass du einfach gekommen bist. Finde ich echt voll geil. Kommt einfach mal so rum. Ja, ich wohne direkt im Eck. Erster Abonnent, deswegen. Nicht, dass ich jetzt mit jedem einen drehe. Ne? Nur der kam einfach, weil wir wollten gerade das Video zu Ende machen und dann kam er einfach rein. Aber der hat das sofort natürlich geschrieben. Ja. Super. Ja, ich melde sowas vorher immer an, ne? Sonst scheiße. Super. Nico, wir hören uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super, dass du gekommen bist. Ja.